Die Hauptbeweggründe, die Firma Flossbach & Storch vor 20 Jahren zu gründen, war zum einen, dass sich damals das Geschäftsmodell in der Vermögensverwaltung geändert hat. Die großen Banken haben die Vermögensverwaltung getrennt in zwei Bereiche, Portfolio Management auf der einen Seite, Relationship Management auf der anderen Seite. Das war uns fremd, weil wir auf der einen Seite den Kunden kennen müssen, um ihn vernünftig betreuen zu können. Auf der anderen Seite sind wir passionierte Wertpapierinvestoren. Für uns gehört das immer zusammen und das hätten wir so nicht fortsetzen können. Also war das ein Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und zum Zweiten sind wir beide in Familien aufgewachsen, wo ein Unternehmertum vorhanden war. Und das war, glaube ich, immer irgendwo in unserem Hinterkopf, selber mal Unternehmer zu sein. Damals die Namensnennung, das war uns vor 20 Jahren wichtig, dass das unseren Namen trägt. Und da ist sicherlich auch ein Stolz damit verbunden. Und heute ist das manchmal auch eine Bürde, aber das hat sich jetzt so eingeführt. Wir haben mehrmals darüber nachgedacht, ob man den Namen ändert oder kürzelt. Wir sind im Grunde genommen mit der Namensnennung so zufrieden und werden das auch so fortsetzen. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir sehr fokussiert arbeiten. Wir haben im Grunde genommen nur eine Dienstleistung, das ist die Vermögensverwaltung. Wir sind sehr passionierte Wertpapiermenschen. Ich glaube, das zieht sich auch durchs ganze Haus. Und insofern denke ich, dass wir durch diese Fokussierung auch da eine vernünftige Dienstleistung anbieten können. Also die Entstehungsgeschichte ist im Grunde genommen eine Unzufriedenheit von uns in den Jahren 2000 bis 2003. Wir hatten zwar eine relativ gute Performance, aber keine absolut gute Performance. Und viele unserer Kunden haben eigentlich ein gemeinsames Anliegen. Das ist die Erhaltung der Kaufkraft ihrer Vermögen über Generationen weg. Also eine sehr langfristige Denke. Und wir haben dann dieses Pentagramm im Grunde genommen uns erarbeitet und sagt, wenn man sich an diese fünf Regeln hält, dann ist es möglich, über längere Zeiträume die Kaufkraft eines Vermögens zu halten und auszuweiten. Es geht um Diversifikation, also nicht alle Eier in ein Nest zu legen. Es geht um Fokus auf Qualität, also lieber für gute Anlagen etwas mehr bezahlen, falls notwendig. Es geht um Flexibilität, also immer ein wenig Liquidität zu haben, falls die Welt sich verändert. Es geht um Solvenz, also nicht zu viel Fremdkapital zuzulassen. Und am Ende geht es um Werte, dass man also zu günstigen Werten einkauft und sich dabei aber auch auf die Qualität fokussiert. Das hat sich bewährt. Also wir hatten in den letzten 20 Jahren schon verschiedene Stürme, die über uns hinweggefegt sind und unsere Kunden. Und im Grunde genommen ist das etwas, was wirklich sehr gut funktioniert hat und was unsere Kunden, aber auch mich, auch nachts ruhig schlafen lässt. Unser Weltbild ist momentan sehr stark geprägt von einer Vorstellung, dass die bereits tiefen Zinsen lange, lange tief bleiben werden. Es wird keine Zinswende geben, was sicherlich viele sich erhoffen und sich wünschen, gerade Sparer oder Pensionskassen oder Stiftungen. Aber aufgrund der hohen Verschuldung weltweit glauben wir, dass die Zinsen eben über viele Jahre weiter niedrig bleiben werden. Und das sollte zumindest Sachwerten hoher Qualität helfen. Also was uns am meisten motiviert im Moment ist die Tatsache, dass wir in Deutschland ein Anlageverhalten haben, wo viele Sparer nicht in der Welt der Anlage unterwegs sind und das bei Nullzinsen einfach nicht sinnvoll ist. Und insofern versuchen wir auch mit Hilfe von anderen, diese Sparer zu motivieren, einen ersten Schritt in die Welt der Anlage zu tun und die Gelder sinnvoll anzulegen, auch um Zukunftsvorsorge zu betreiben. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung und ein langer Weg, ein Marathonlauf, aber das ist etwas, was uns momentan sehr motiviert.